Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Es geht weiter. Wir haben das verbotene Filmmaterial nun hinter uns gebracht und haben jetzt noch zwei, ja, besondere DLCs vor uns, die jetzt eben nichts mit Videokassetten zu tun haben, sondern die eigenständig irgendwie sind. Ethan muss sterben, wie hier schon steht, ein ultraschweres Minispiel, werde ich nach hinten schieben, wenn ihr gestattet, weil es ultra schwer sein soll. Spielen wir lieber Jacks 55. Geburtstag zuerst, würde ich vorschlagen. Aber Geschenke interessieren ihn nicht. Er will so richtig schön sich den Bauch vollschlagen, bringen sie ihm schnell etwas zu essen. Das klingt total bescheuert, das ist garantiert so ein richtig dummes Minispiel, ich weiß nicht. Ich habe so erst, bevor ich die Beschreibung gelesen habe, gehofft, das sind vielleicht richtige sinnvolle Erweiterungen, nachdem wir eben die kleinen Kassetten hatten. Aber ich glaube, das wird so richtig abgedreht. Okay, ich wusste es, eins von den Spielen kann man nicht im VR-Modus spielen, was natürlich ein bisschen schade ist. Wir befinden uns gerade im VR-Modus, dann vielleicht doch zuerst Ethan Must Die. Ein ultraschweres Minispiel können sie lange genug überleben oder wird ihnen zuvor der Willen brechen. Wir empfehlen, das Hauptspiel abzuschließen, bevor sie Ethan Must Sterben ausprobieren. Ja, gucken wir mal, ob das überhaupt mit VR geht. Und gut, ich denke, ich bring's am besten so oder so jetzt hinter mich, dieses Dings. Ich werde es natürlich nicht unbedingt durchspielen, weil wenn es so absichtlich so bockig ist und vor allem, wenn sich das schon so ankündigt, ganz ehrlich. Okay. Und dann ist es nochmal fieser, weil ohne VR-Modus muss ich mit dem Controller steuern und das ist die Hölle. Okay, Leute, das heißt, ich muss jetzt sowieso erstmal einen Cut machen hier. Und den VR-Modus wechseln, die Brille ablegen und das Ganze leider Gottes auf normal spielen. Ach ja, mal gucken, wie das wird. Es war schön mit dir, Brille. VR-Modus, ich werde dich vermissen. Wir sehen uns in Outlast wieder. Oder in Fallout 4, was ich vor kurzem gehört habe. Ach, noch einmal umschauen. Auch mal so richtig genießen, so um die Ecken lunzen. Ah, ich werde dich so vermissen gleich. Schön, schön war's. Gut, und für euch geht's jetzt gleich im Nicht-VR-Modus weiter. Bis gleich. So, und da sind wir nun zurück. Und zwar im, ja, Nicht-VR-Modus, wie man schon sieht. Das ist das Hauptmenü. Wie hässlich ist das denn? Ich kann mich nicht umschauen, ich sehe einfach nur das. Okay, ich höre jetzt auf zu heulen. Spielen wir es halt mal ohne VR. Ja, Gott. Okay, da rein. Zusatzinhalte. Seht ihr wenigstens auch mal das Interface. Was soll's? Also, Ethan Must Sterben wollen wir hinter uns bringen. Okay, dann mal los. Bin ja mal gespannt, inwiefern sich das jetzt unterscheidet zu den Kassetten. Es sind halt keine Kassetten, es ist noch eigenständiger. Aber es sieht furchtbar aus. Wahrscheinlich ist es so richtig böse Ballerei. Interessante Musik. Bereit zu sterben, ey, wenn es schon so anfängt. Das ist so Gott. Okay. Okay. Ein Berg voll Leichen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck, die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten, Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt, unzählige Fallen und Monster erwarten sie, Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben. Aber keine Angst, versuchen sie es einfach wieder und wieder. Again, again and again. Ja, kennt das jemand? Ja, so ein altes, doofes YouTube-Video. Egal. Ja, im Berg von Leichen klingt ja sehr vertrauenserweckend. Das wird wahrscheinlich null Story haben. Es wird einfach nur doofes Überlebensballerei sein. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht ist es ähnlich wie ein Albtraum, dass man da was ein bisschen was aufwerten kann oder sonst wie was. Wir werden es gleich wissen. Der einzige Reiz, den ich hier rauslese, ist, dass die Objekte immer zufällig ausgewählt werden. So random Sachen mag ich, aber die Tatsache, dass man nicht speichern darf, und die Tatsache, dass ich jetzt mit dem Controller zielen muss, bereitet mir jetzt schon Kopfschmerzen. Wie gesagt, das, okay, ich will jetzt aber nicht rumholen. Wir probieren das der Vollständigkeit jetzt einfach mal aus. Es gab mehrere Anfragen, ob ich nicht doch nochmal Töchter zeige mit anderen Endings. Und ich habe das jetzt mittlerweile auch privat gespielt und muss wirklich sagen,
Das ist sehr interessant, ist, was man da noch anderes machen kann. Vielleicht werde ich das noch anhängen. Am ganz am Schluss, so ein bisschen eher Bonuspart-mäßig. Mal gucken. So, besiegen Sie Margaret im Gebiet. Och, nö. Warum ausgerechnet Margaret? Ich muss jetzt mal gucken, ey. Das. Warum ist denn der Himmel so blutrot hier? Ein Blutmond. Was für einer, ey. Was habe ich sonst noch? Aha, ich habe meine Uhr. Klar, ich bin Ethan. Das ist ja super. Jetzt gehe ich mit dem Messer zu Margaret. Nee, ist halt witzig, ey. Oh ja, ich hab ja so Bock. Okay, mal gucken, was auf dem Weg so kommt. Nur das Messer. Ich muss jetzt gucken, steuerungsmäßig ja eh alles gleich. Das umgucken. Okay, ich heule nie wieder. Also, zumindest in dem Part. Ich heule nie wieder wegen der Steuerung, wohlgemerkt. Gucken wir einfach mal. Was man aber der Nicht-VR-Version ja wirklich zugute halten muss, ist natürlich, dass die Optik ein bisschen hübscher ist. Es ist nicht alles so extrem dunkel, die Weitsicht ist auch ein bisschen besser. Auflösung etc. Das mag alles gut und schön sein, aber trotzdem, für mich ist VR das einzig Wahre. Was ist das denn? Zwei-Sterne-Kiste? Oh. Ah ja, Zwei-Sterne-Item wohl eher, ha? Huh? Gibt's noch mehr dieser Kisten? Man sieht halt auch einfach ein bisschen mehr jetzt, ne? Was ich mit der Brille so kleine Details, die man so jetzt nicht unbedingt erkannt hat. Als einfach zu Booster war. Aber egal. Ja, in den Wohnwagen werde ich wohl nicht kommen, oder? Wäre zu schön gewesen. Das ist ein Gewächshaus. Ist es jetzt eventuell einfach der Bosskampf mit Margaret, die wir jetzt so halt mehr oder weniger kennen? Was ist das jetzt? Ja klar, da muss ich ja hin, aber sind das Fallen? Muss ich die kaputt machen, oder? Wahrscheinlich, oder? Oder war das schon immer da? Ich vergeude jetzt ungern einen Schuss, aber... Der Himmel, ne? Oh Mann. Ja, ich werde eh nichts anderes machen können, außer zum Gewächshaus zu gehen, aber... Vielleicht habe ich ja noch Glück. Warte mal, das Versteck, wo war das? Das war ungefähr hier, wo... Komme ich irgendwie gar nicht rein. Also da lobe ich mir dann halt doch eine PC-Steuerung. Da würde ich natürlich präziser spielen können. Ich könnt mich gar nicht entscheiden, was präziser ist. Kommt natürlich auch auf die eigenen Skills drauf an. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Also dann geht's hier weiter quasi. Ich höre da drin schon irgendwas. Oh Gott. So weit werde ich es eh nicht schaffen, wenn das so bockschwer sein soll. Oh Gott, man hört's nur. Okay. Shit, die Tür geht ja doch auf. Oder ach, ich muss da drin den Schlüssel fürs Gewächshaus finden. War das so gemeint? Alter. Nein, mit den Geräuschen habe ich schon... Aber es klingt nur nach einem Wesen, aber was für eins, ne? Ist vielleicht noch irgendwo eine Kiste? Wahrscheinlich nicht. Ach komm, ich gehe da jetzt rein. Sind wir jetzt mal tapfer. Das klingt nicht nach einem Molded, oder? Was ist das? Ach, es ist ein Dicker. Von da oben. Oh komm, ich habe 9 Schuss. Ich schaffe den niemals. Hey, ihr wollt mich doch veräppeln. Ich schaffe einen Dicken mit 9 Schuss niemals. Ich gehe mal schnell zu Margaret. Vielleicht gibt es da noch eine Kiste. Ach ja, die blöden Dinger, wo ich nicht weiß, ob das irgendwie verkabelt ist. Aber ich schieße jetzt einfach mal auf so ein Teil. Nur um sicher zu gehen. Ja, tatsächlich. Oh Mann, kann ich dann noch meine Muni loswerden? Prima. Macht keinen großen Unterschied. So oder so zu wenig. So, vorsichtig, da könnten ja noch mehr sein. Das waren jetzt die offensichtlichen. Ja, aber wer die Herausforderung sucht, why not? Why not? Könnt ihr dann gerne mal euch reinziehen. Aber,
Zum Teil ist das für den PC noch gar nicht erschienen, ne? Weil ich gerade meinte, mit der Maus wäre das dann wieder ein bisschen angenehmer wie mit dem Controller. Ich bin echt nicht der Fan von Controller-Eco-Steuerung. Ausnahme halt VR und gut, ich glaube, es gibt ja auch Maus und Tastatur für PlayStation gedöhnt, aber das habe ich alles nicht. Von daher muss ich mich jetzt mit dem Controller hier ein bisschen abquälen. Habe ich vorhin nicht gesagt, dass ich kein Mimimi mehr machen will? Ich bin echt schlimm, ne? Ich weiß. Ich feiere diesen Himmel. Oh mein Gott. So, abgeschlossen. War zu erwarten. Ich muss wirklich in das böse Haus rein. Gut, da ist ein Digger drin. Das heißt ja nicht, dass ich den machen muss. Ich muss ja nur einen Schlüssel finden. Der Dicke wird den ja jetzt hoffentlich nicht haben. Wenn ich irgendwie eine Chance haben will, dann sollte ich das probieren. Und den Dicken einfach nicht machen. Töten kann ich ihn eh nicht. Also, was soll der Geiz? Leider finde ich keine weitere Kiste. Kann ich eigentlich auch gleich wieder zum Messer wechseln. Weil wenn ich im Haus schnell, wenn es schnell gehen muss und ich dort eine Kiste finde. So. Nee, hier ist einfach nichts, okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verloren. Hallo? Was für Geräusche? Ach, das frage ich bei Resident Evil eigentlich noch, was das für Geräusche sind. Wie wir den Ausgang finden. Hier. War das was? Nee, okay. Ich will da rein. Ja, aber Hut ab, wer so extra schwere Modes irgendwann schafft. Ich habe auch Albtraum nochmal gespielt. Ich kam bis zur letzten Stunde. Nach zwei Versuchen kam ich bis zur letzten Stunde. Und dann gab es nochmal einen Kampf gegen Baker. Den habe ich leider nicht geschafft. Ich werde da ein bisschen noch dranbleiben privat. Weil, wie gesagt, es wird ja von Mal zu Mal einfacher. Hier wird jedoch nichts einfacher. Deswegen habe ich da auch überhaupt keine Motivation, mich dran zu setzen. Ich bin da nicht so der... wie soll ich sagen? Ja gut, ich spiele Dark Souls. Ich weiß, ich widerspreche mich gerade, aber... Trotzdem bin ich eigentlich nicht so. Okay, ich renne jetzt hier rein und gucke mich schnell mal um. Ah! Oh Gott, Mann! Ja, okay. Oh, da. Ja, mit. Oh, geil. Gute Waffe gekommen. Hi. Oh Gott, ich bin ja... Schau dich den Schaden an! Ernsthaft? Ernsthaft? Vorsicht, ist besser als Nachsicht. Das ist verrückt. Niemand schafft es dadurch. Dieses Haus zu erstürmen ist für die meisten unmöglich. Wenn sie... Ach, Scheiße, hätte ich gerne jetzt noch gelesen. Ja, super, ne? Das ist echt? Ist das krank oder ist es nicht krank? Da kommen gleich noch ein, zwei weitere Viechers auf einen zu. Aber man kriegt halt die geile Knarre, aber gut, die bringt einem nichts. Zwei Schläge tot, keine Heilung, nix. Wo ist denn jetzt? Ich bin ja natürlich so in Rage jetzt, wenn ich wahrscheinlich an meiner Kiste vorbei. Aber gut, die hat mir eh nichts gebracht. Ich gehe jetzt da nochmal rein und hol mir die Schottin, versucht dann wenigstens mal einen zu töten. Oh Mann. Ja. Oh, jetzt ist nur noch ein Stern. Ach ja, random. Random, fuck, ey. Okay. Das kann ich nicht mal töten. Ah, hör auf. So. Bitte. Nein, hier ist alles. Okay, da ist der Kotzer da oben. Zwei Stück, ey, Wahnsinn. Aber schön gemacht mit dem. Boom. Wenn Sie Holzkisten finden, sollten Sie sie nicht sofort. Oh nee, da kann auch sprengen. Ist das krank? Okay, dann muss ich aber diese eine Kiste wieder mitnehmen. Da könnte ja, ne, wenn random ist, könnte ich da auch gleich was Gutes bekommen. Vielleicht muss ich auf sowas spekulieren. Der Bruger, der hat das bestimmt schon 10-mal durchgespielt. Also wenn ihr sowas wie Fortschritt sehen wollt, ne? Och nö, nur ein Stern. Komm schon. Ein Stern ist nicht mal eine Waffe, wie wir gesehen haben. Schießpulver, ey. Das bringt's doch... Weißt du, aus Trotz einfach liegen lassen. Das ist ja beleidigend. Okay, wir haben aber gesehen, dass es oben gar nicht weitergeht. Da ist der Typi, der kotzt. Ich versuche jetzt mal die Türen. Zwei Sterne. Ja, die normale Waffe, so ein Shit. Ja. Von der anderen Seite verschlossen. Tot. Ja. Ja.
Ich guck mir das bei irgendjemanden an. Wobei, warum eigentlich? Dann ist man irgendwann durch und hat nichts davon. Hier wird's keinen Funken Story geben, nichts. Das reizt mich halt auch einfach null. Ich könnte ja auch mal Glück haben, dass ich gleich so einen 3-Sterne-Granatenwerfer bekomme. Dann hätte ich vielleicht auch eine Ambition hier, mal zu versuchen, einen Gegner zu töten, der wahrscheinlich 4-fache wie sonst aushält. Mindestens. Jetzt ist da überhaupt keine Kiste. Okay, auch nice. Versuche ich jetzt mal da durchzugehen. Okay, hier geht's weiter. Oh, hi. Hey, es ist doch... Ihr habt doch den Arsch offen. Hier geht's nicht weiter. Es ist zusammen, mit dem Death Sound immer noch sogar noch einen Tick besser, finde ich. Oh Mann. Siegen Sie Margaret im Gewächshaus. Ich komme da nicht mal hin, ansatzweise nicht mal. Ist das lustig. Und die Kisten. Okay, dass die Items random sind. Ist eine Sache. Aber dass die Kisten nicht mal erscheinen müssen, unbedingt. Das ist jetzt nochmal... Ja, sonst hier... Könnte auch sein, dass hier jetzt random nochmal woanders eine Kiste liegt, aber nö. Ist auch so Sachen. Ich muss eine Schusswaffe haben, um überhaupt zu Margaret zu dürfen. Sonst kann ich ja den Sprengstoff nicht entfernen. Das, ihr seid so lustig, ey. Ganz ehrlich, jetzt renne ich gleich nach links. Na, wohin? Ich müsste an dem einen Typ vorbei. Gibt's da was nachher? Ich muss ja außen rumrennen. Alles vollgestellt. Ich muss ja so rumlaufen. Diesmal gibt's überhaupt keine Kiste. Warte mal, hier ist eine Kiste. Oh. Warte mal, warte mal. Na gut, das bringt doch gegen die nichts. Nee. 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 Das ist, ja. Das lassen wir mal den Pro-Gamern. Leck mich am Käppel! Weil ich hab doch keine Wahl am Anfang. Jetzt hab mich schon gefreut. Boah, coole 3-Sterne-Kiste. Und die sind wirklich, die können überall erscheinen, aber man erkennt sie ja relativ gut. Eine 3-Sterne-Kiste, dann ist natürlich ein explosiver Mist drin. Ich hab nicht mal die Chance gehabt. Ich hab doch nur mein Messer am Anfang. Leute. Ja, jetzt krieg ich wieder so einen Blödsinn, ey. Boah, seid ihr dreckig. Boah, Leute. Ist das mies. Ich würde wenigstens mal gern versuchen, in diesen Safe-Raum zu kommen. Also Hut ab, wer sich das hier zutraut. Das ist ja... Da spiele ich ja tausendmal lieber hier Dingens. Irrenanstalt. Irrenanstalt macht Spaß. Es ist ein Bock schwer, aber... es ist herausfordernd fair. Vor allem. Es ist trotz allem herausfordernd fair. Es ist auch komplett anders. Aber das hier, das ist einfach nur böse. Aber gut, das haben sie auch gleich so deklariert. Man darf es ihnen nicht mal übel nehmen. Ach, übrigens, hier Sprengstoff, ne? Falls man da mal durchkommen könnte. Rein theoretisch. Okay, wegen einem Stern gehe ich da jetzt nicht hin. Ich will jetzt eigentlich mal da reinkommen irgendwie. Lass mich mal durch, bitte, bitte, bitte. Oh ja, und jetzt in den Keller, da hätte ich voll Bock drauf, ne? Nein, Safe Raum zu, natürlich, was sonst? Okay, komm. Geh mal in den Keller. Im Keller ist bestimmt alles schön. Da wartet dann Baker. Da unten ist ja garantiert ist im Keller irgendwo dieser verdammte Schlüssel. Garantiert. Ja, schaut euch das an, das... Was soll ich mit der dummen Chemikalie? Krank. Ja, wenn ich mir jetzt das Item hole, riskiere ich halt wieder einen Treffer. Hab ich das mitgenommen? Nö, ne? Warte, ach, das war Heilung, glaube ich. Hey, cool, der hat mich nicht getroffen. Ich habe sogar noch eine Chance, in den Keller zu kommen. Hey, komm! Warum? Ich will einmal diesen Keller sehen. Und dann kann mich dieser Spielmodus, dann hört dieser Part früher auf, ist mir egal. Und wir hoffen darauf, dass Jacks 55. Geburtstag interessanter wird. Ja, interessant, ja, ist die Beschreibung, das klingt nach so einem ganz kranken Minispiel, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe das Item wahrscheinlich nicht mitgenommen. Was denn?
Am Anfang wenigstens ein Schlag ausgehalten. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Okay, ich hole jetzt kein Item mehr. Ich komme ja eh nicht zum Einsatz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Klar, die da draußen kann ich mir holen. Bringt ja eh nichts. Oh, nett. Ah, okay. Vielleicht jetzt noch eine Waffe. Stabiler Sie. Oh nee. Das ist aber nicht der, wo mir mehr Heilung verschafft, ne? Sondern nachladen ist. Das bringt's jetzt. Das brauche ich gar nicht zu benutzen, ist mir viel zu blöd. Ja. Nett, nett, nett. Sehr interessant, das Ganze. Wir kommen gleich mal in den Keller. Wenn er mich nicht töten würde. Ach, wartet mal. Verteidigung. Bam, bam. Kopfnuss für mich. Kann doch verteidigen. Den Moment. Das ist etwas, was ich im Grundspiel eigentlich nie getan habe. Aber ich habe es in der Irrenanstalt zu schätzen gelernt. Ja. Darauf will das Spiel auch ein bisschen hinaus, weil man auch so ein Item bekommt der Irrenanstalt, dass man effektiver sich verteidigen kann. Das wird mir hier wahrscheinlich nichts bringen, aber wenigstens halte ich dann vielleicht noch einen Treffer aus. Probieren wir es mal eben nochmal schnell. Vorbei. So, vorbei. Muss gleich verteidigen an dem Typen. Hey, da lag ja was. So. Ah, schaut an. Da kriege ich so zum Beispiel nur einen. Oh nein, was ist das denn jetzt? Feuerlöscher. Ihr seid doch so dreckig, dass es brummt. Ja, da warten eh schon die nächsten da oben, ne? Jetzt könnte ich vielleicht noch gucken, was das für ein Item war, was da lag. Was zum Teufel? Was ist das denn? Lass mich mal gucken, bitte! Ich will wissen, was das ist! Vor allem liegt das immer da. Dann erwarten die auch noch, dass man gewisse Items bekommt, die absolut random sind. Das heißt, wenn man Pech hat, dann geht's einfach nicht. Da kannst du so gut sein, wie du willst. Nur so eine Vermutung. Das ist die Basis. Kann ich auch verteidigen. Kann ich so, ich will nochmal gucken, ob dieses eine Item da immer liegt. Ich glaube ja nicht. Das war bestimmt hier. Nee, das liegt da immer. Hier ruht Ethan Winters? Was? Ach so. Hä? Nee. Ich habe erst gedacht, ach da... bin ich zuletzt gestorben, deswegen liegt das hier. Wie dämlich ist das denn? Warum? Okay. Leute, das hat sowieso keinen Zweck. Nicht mit meinen Skills und auch null für meine persönliche Motivation. Ich glaube, die meisten werden mir recht geben. Sowas braucht man nicht. Für die Hardcore-Fans, die hier ihre Herausforderung suchen, viel Spaß. Aber das ist nichts für mich. Wir feiern das nächste Mal und fast schon abschließend hier in diesem Projekt Jacks 55. Geburtstag. Mal gucken, was da so abgeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt, Let's Play Resident Evil 7.